Okay, falls irgendjemand denkt, das Wetter ist an der Ostsee irgendwann mal schlecht. Nein, das Wetter ist immer so. Immer so. Stop. Stop. Ausflugswetter. Und ich fahre jetzt nach Dahme. Hallo. Wow, was haben wir denn da? Ja, das klingt gut. Das nehme ich in der Reihenfolge, bitte. Also hier gibt es ein Riesenrad und da werde ich mich mal reinwagen, obwohl ich wahnsinnige Höhenangst habe. Mal gucken, wie das wird. So, die wilde Fahrt beginnt. Wie gesagt, ich habe Höhenangst. Ich bin gespannt, ob das jetzt cool wird. Ich habe jetzt schon Kribbeln im Bauch, krasses Kribbeln im Bauch und ich bin noch nicht richtig hoch. Nee, jetzt wird es windig. Ja. Aufregend. Ah. Wup, wup. Da ist die Seebrücke. Da ist der Nordstrand. Und da ist der Südstrand. Da hinten. Ganz da hinten. Jetzt bin ich, glaube ich, oben. Okay, die Preisfrage. Preisfrage ist natürlich jetzt, wie viele Runden? Weil eine ging jetzt gut. Eine war super, das ist gut auszuhalten. Ja, mal sehen. Also ich hoffe zwei. Zwei würden mir voll reichen. Zwei wäre super. Also aller guten Dinge sind natürlich drei, aber drei ist dann echt, reicht richtig. Dann wäre ich richtig zufrieden für mein Geld, was bekommen zu haben. Ah, jetzt bin ich schon wieder oben. Ah, jetzt geht's wieder rückwärts runter. Ja, ist ein Abenteuer. Was soll ich sagen? Mein Leben ist ein Abenteuer. Was man nicht tun sollte, ist hinter sich gucken, wenn man dann so runterfährt. Weil da wird's richtig, da geht es dann richtig runter. Das spürt man auch. Das spürt man bis ins Steißbein, die Abfahrt. So, jetzt zweite Runde vorbei. Mal gucken. Wir gucken mal. Aber das soll es noch nicht gewesen sein. Ich spüre, es geht noch mal hoch. Hoch noch mal. Vierte Runde. Vier Runden. Top. Klar und blau-türkis. Da hinten segeln sie.